Kwame do my two-step. Hi, servus, grüßt euch. Ja, wie ihr seht, heute nicht auf dem Bike, weil ich keinen Bock hatte. Nein, Bock habe ich natürlich immer, aber das Wetter ist ziemlich bescheiden heute gerade. Und ich wollte unbedingt dieses Video schon länger mal aufnehmen. Geht heute um mein Motovlog-Setup, habe ein ziemlich einfaches hier drin verbaut. Gibt ja haufenweise Videos, die sich rund um das Thema drehen. Alle zeigen da so ihre individuelle Lösung. Ich stelle heute mal meine vor. Ich habe vorher, bevor ich Moto gefloggt habe, dann auch ganz viele Videos geschaut gehabt. Wie baue ich zum Beispiel das Mikro in den Helm? Wie kriege ich überhaupt Mikro und Kamera verbunden? Wie kriege ich überhaupt eine Kamera hier ran? Das hier ist mein allererster richtiger Helm, der HOC Rafa 70. Den nutze ich auch hauptsächlich dazu. Ich habe ja noch den Venom 2 Helm. Da habe ich die Sena dran verbaut. Da versuche ich jetzt gerade so ein Setup zu bauen, dass ich dual vloggen kann. Also dementsprechend mit mehreren, dass das ganze Mikrofonsignal auf der Kamera aufgenommen wird. Hier ist eine fixe Halterung verbaut. Da nutze ich zurzeit so eine flexible Halterung, teste die so ein bisschen aus von Telesyn. Gibt es bei Amazon für 14 Euro. Wird ja einfach nur fest dran geschnallt zurzeit. Ja, geht ganz gut. Ich bin da noch ein bisschen basteln, schauen wir mal. Aber darum geht es ja nicht. Geht ja heute um diesen Helm. Ich hatte ja schon gesagt, hier ist so eine mehr oder weniger fixe Halterung verbaut. Die kommt aus dem 3D-Drucker. Habe ich bei eBay für 20 Euro erstanden. Gibt es für viele andere Helme auch. Dazu wird so ein Kleber dazu geliefert. Das ist einfach nur eine schwarze Masse, dass ich das hier schön ausformen kann, um das hier anzubringen, überstehende Reste abschneide. Und das war es dann eigentlich schon. Über Nacht aushärten lassen, das hält dann ziemlich bombenfest. Also abgefallen ist mir noch nicht. Abkriegt man das Ganze auch ganz gut. Also einfach nur mit einem scharfen Messer das Ganze hier reinschneiden, entfernen, lauwarmes Wasser und Spüle nehmen. Dann hat man auch die Reste weg. Ja, aber wenn sie einmal dran ist hier fix, lässt man sie eigentlich auch dran. Funktioniert bei dem Helm ziemlich prima. Als Mikrofon nutze ich das AGP Tecmo Lavalier-Mikrofon vom Amazon, kostet bei Amazon so 14 Euro. Das Ganze ist hier im Helm verbaut. Leider bringen die Mikrofone alle so 3 Meter Kabel mit. Keine Ahnung, wer sich das einfallen lassen hat. Das ganze Kabel, seht ihr hier, ist hinter der Polsterung verbaut. Also Polster vom Helm rausnehmen, ordentlich dahinter legen, damit es nicht drückt. Dann einmal das Mikrofon an sich ist einmal links verlegt. Da sehen wir jetzt hier so einen so ein Windschutz, den ich noch drauf gemacht habe, da war mit dabei, um einfach den Wind noch besser rauszufiltern. Klappt bei dem Mikrofon bis zu gewissen Geschwindigkeiten ganz gut. Wenn es höhere Geschwindigkeiten sind, übersteuert das so ein bisschen. Seht ihr ab und zu mal ein Video oder hört es eher gesagt. Bin ich noch nicht ganz zufrieden, überlege ich doch mal das Rode zu kaufen, ob das dann besser wird. Aber das hier nur 14 Euro, der Rode 50 ist dann schon ein gewisser Preisunterschied. Den Anschluss an die Kamera ist einmal rechts rausgelegt, den kann man hier schön verschwinden lassen. Ja, dann stört er auch nicht. Hier ist noch ein kleiner Windschutz, der ist vom Helm aus schon dabei. Manche haben ein bisschen größer, manche ein bisschen kleinere, also das hier ein bisschen kleiner, um einfach die Windgeräusche noch ein bisschen raus zu filtern. Ja, was nutze ich für eine Kamera? Da habe ich mir eine ganz kleine leichte gekauft. Das ist die GoPro Hero 5 Session. Die wird leider nicht mehr produziert. Wir sind ja schon bei der Hero 10 für 400 Euro, was die kostet oder mehr. Die habe ich hier über eBay Kleinanzeigen gekauft für knapp 100 Euro mit dem Case hier, so ein paar Zusatzteile noch dazu. Ich habe mal vorhin geschaut bei Kleinanzeigen, so 120, 150 Euro. Man kann da ja noch ein bisschen handeln. Ist eine kleine Kamera, trägt jetzt hier nicht viel auf. Vorteil ist auch, man kann die überall am Motorrad verbauen. Ja, kann man dann so eine Klemme nutzen. Ich nutze zum Beispiel hier die von GoPro, die Jaws, die Originale auch, weil die einfach ein bisschen besser ist als die nachproduzierten. Ja, kostet auch so 30, 40 Euro, je nachdem, wie man sie von als Angebot bekommt. Kann die sich dann überall hinklemmen, um dann auch beispielsweise andere Perspektiven filmen zu können. Ja, klappt mit der ganz gut. Nachteil, ich kann ja nicht einfach ein Audio oder das Mikrofon irgendwo reinstecken. Ihr seht, 3,5 mm Klinkestecker, passt hier nicht ganz rein. Ich habe hier nur einen USB-C-Anschluss. Das heißt, ich brauche zwangsläufig, fast bei jeder GoPro, so einen GoPro-Audio-Adapter. Der ist gar nicht so günstig, der kostet 58 Euro bei Amazon. Günstiger kriegt man den meist auch nicht. Gibt zwar immer andere Lösungen, die man ab und zu mal sieht, aber ich habe noch nie irgendwo eine live gesehen und das hier auch funktioniert. Und immer da 20 Euro irgendwo versenkt, kann man auch die 50, 60 Euro ausgeben und den originalen Adapter kaufen. Ist leider teuer, kann man leider nichts machen. Der wird einfach nur angeschlossen hier, USB-C, USB-C. Dann hat man hier nochmal einen USB-C-Anschluss, auch für Mikrofone, aber viel wichtiger für uns, der Klinkensteckeranschluss.
Bei der Session muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch bei anderen GoPros so. Die hat hier oben einen Auslöseknopf, den kann man richtig gut mit dem Handschuh erreichen. Ja, also schalten ein, dann gibt es ein Audiosignal, also an ist, schalten wieder aus, Video wird gestoppt, Audiosignal, also man hört es auch durch den Helm und man weiß, dass das Video gestoppt ist. Das Ganze funktioniert nur bis zur Firmware 1.5. Sollte die neuer sein, die Firmware, kann ich zwar auch alles schön aufnehmen, aber habe einfach keinen Ton. Ja, mir ist letztens erst passiert, Kamera leider geupdatet. Kein Ton mehr gehabt, aus dem Internet die 1.5-Version besorgt, über die SD-Karte wieder draufgezogen und es hat wieder funktioniert. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das Ganze wird dann in dem Helm verbaut. Hier haben wir noch ein bisschen Problem. Das ist so ein, seht ihr ja hier, der hat so drei Ringe, so ein TRRS-Anschluss, also ein Tip-Ring-Ring-Sleeve-Anschluss. Heißt, ich habe hier vorne mein linkes Audiosignal, hier mein rechtes. Hier habe ich noch ein extra Mikrofonsignal und hier habe ich den Rückweg, der das Ganze so abschirmt. Was wir aber brauchen, ist ein TRS, also nur mit einem R, einen Anschluss. Und da braucht man hier so einen Adapter. Der Adapter war beim Mikrofon dabei. Ihr seht, der hat auch nur zwei Ringe, also er hat nur einen linken und einen rechten Kanal und dann dementsprechend schon den Rückweg oder die Abschirmung. Das Adapterstück brauchen wir einfach nur hier miteinander verbinden und das Ganze kommt dann hier in den Audioadapter von der GoPro. Das Gute auch ist, ich habe nicht hier nur eine schöne Verlängerung, ja, dass ich es ein bisschen ordentlicher verlegen kann. Ich habe auch hier das Problem, irgendwann mal dieser Anschluss nudelt irgendwann mal aus. Also heißt, die Arretierung funktioniert nicht mehr so gut und dann kann man eigentlich sich einen neuen Adapter besorgen. Hier ist es so, hier stecke ich den einmal rein und löse die ganze GoPro, lasse den drin gesteckt und löse die GoPro hier über dieses Adapterstück. Ja, das Kabel ist deutlich günstiger, als sich den Adapter für 58 € wieder neu kaufen zu müssen. Ja. Dann, wie geht's weiter? Dann haben wir eigentlich schon alles angeschlossen dafür. Jetzt muss man noch eine Idee haben, wie man diesen Audioadapter dann noch irgendwie am Helm befestigt. Manche machen es an der Seite dran mit Klett. Ja, wenn man das jetzt nicht unbedingt will, weil dann habe ich ja wieder irgendwas am Helm fix dran. Kann ich den auch hier unten drunter bauen? Ich nutze dann einfach nur dazu ein bisschen so einen Kabelbinder. Ja, den führe ich einfach hier da durch und verbinde das Ganze also mit dem Winkelstück. Super. Ja, ich bin ITler, absolut handwerklich eine Null. Aber das geht gerade noch hier so. Zack, verbindet den miteinander drunter, zieht den fest. Wenn es denn gehen mag, genau, wenn man auch noch richtig rum hätte anbauen müssen. Ja, und verbindet das Ganze hier mit dem Audioadapter. Den Audioadapter an sich kann man vielleicht ein bisschen mit Klebeband hier ein bisschen drumherum wickeln, um den einfach ein bisschen zu schonen, weil das ist nur eine Gummierung. Ja, und so, der Kabelbinder schneidet halt die Gummierung ein, gerade wenn man ein bisschen Gegenwind hat und das ein bisschen sich hier bewegt, ist der ziemlich schnell ramponiert, der Adapter. So kann man den noch ein bisschen schonen. Ja, dann wird das Ganze einfach nur hier eingeklickt. Zack. Macht das Ganze fest ordentlich. Ja. Und wir sehen, das Kabel kann man noch ein bisschen hier in die Polsterung reinlegen. Ja, hier sieht man auch noch zwischen Audioadapter und Helm, kann man das Ganze noch ein bisschen einklemmen, wenn man das ein bisschen ordentlich legt. Und das Ganze funktioniert dann richtig gut. Ja, das war's zu meinem Setup. Also ein einfaches kleines Setup zum Motovloggen. Ja, trägt jetzt wirklich nicht auf, ist schnell abnehmbar, auch schnell installiert. Wie gesagt, Polsterung rausnehmen, hilft vielleicht auch ein bisschen, hilft auch noch das Visier vorher abnehmen, dann tut man sich ein bisschen einfacher. Falls ihr noch Ideen zu habt oder mal sagt, ob ihr auch vielleicht ein Motovlog-Setup habt oder irgendwo Fragen habt, Probleme etc., einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche das zu beantworten. Ich freue mich über jedes Like. Wenn ihr ein Abo dalasst, freue ich mich noch umso mehr. Also abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf dem Bike. Euch noch eine schöne Zeit, euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass bald wieder die Sonne scheint und dass wir wieder fahren können. Servus, macht's gut. Let me do my two-step.